Im Studium waren wir verpflichtet, also wir Blechbläser, ne? Beim 1. Mai-Umzug mitzuspielen. Ja, das gab ja diesen Umzug, wo dann hier am Altmarkt eine Tribüne aufgebaut war, wo die ganzen Bonzen saßen und alle möglichen, ja, wahrscheinlich Firmenchefs oder sowas von irgendwelchen Kombinaten und halt Parteimitglieder. Ne? Und die saßen hier und auf der Thälmannstraße hieß die, jetzt heißt sie ja Wilsdruffer, aber früher Thälmannstraße, da liefen dann halt die Werktätigen und Arbeiter vorbei. Ne? Und unter anderem eben auch die Dresdner Musikhochschule mit dem Blasorchester der Hochschule. Und als wir in der Nähe des Postplatzes waren, haben wir angefangen, schon als Hornisten einfach immer so ein bisschen falsch zu spielen. Es hat uns unheimlichen Spaß gemacht. Es war auch ein bisschen Albernheit natürlich dabei, aber es hat uns auch gereizt, da ein bisschen dagegen zu halten, gegen dieses verbohrte, ernsthaftige Getue. Ne? Und es wurde immer schlimmer. Und irgendwie ging es mit uns durch und ich habe dann irgendwie organisiert und habe dann gesagt, Leute, also wenn wir dann vor der Tribüne sind, dann gebe ich das Zeichen, dann bleiben wir stehen und spielen einfach nur noch laut gewisse Töne. Und ich habe dann die Töne verteilt, habe gesagt, du spielst C, du Cis, D, Dis, E und so weiter. Also habe das den Hörnern weitergegeben, die anderen haben es dann auch rumerzählt. Das war halt der Plan, wir bleiben stehen und machen Chaos. Und dann haben wir das auch tatsächlich gemacht. Wir blieben also vor der Tribüne stehen, die haben uns begrüßt. Und jetzt begrüßen wir die Hochschule für Musik, K-Maria von Weber Dresden und das Blasorchester. Und dann habe ich das Zeichen gegeben, sind wir stehen geblieben und haben reingehalten, wie das Zeug hielt. Und es war unfassbar, wie das auseinanderfiel alles. Es war so ein Chaos. Und das hatte dann aber politische Konsequenzen leider für mich. Also man hatte anscheinend genau gewusst, wer das organisiert hat. Also es war auch klar, innerhalb der Studenten gab es auch Informanten. Ne? Ich habe es ja nicht so laut gemacht, ich meine, ich habe das leise weitergegeben. Ne? Und das führte dann dazu, dass man mich von der Hochschule schmeißen wollte. Und mein Lehrer, Peter Damm, Professor Peter Damm, ein sehr, sehr angesehener Hornist damals auch und wie immer noch heute, jetzt ist er auch in Ruhestand, der wollte, dass ich weiter studiere und hatte sich dann für mich eingesetzt. Was ich später mitbekam erst, er hatte auch in seinem Studium genau das gleiche Problem gehabt. Das habe ich aber erst später mitbekommen. Der Kompromiss, den er erzielt hatte, war, ich kann weiter studieren, aber ich muss mein Studium selbst bezahlen. Das war eine Besonderheit in der DDR. Also das war ja alles kostenlos. Ne? Und deswegen brauchte ich dann noch Geld. Und habe dann einfach in den Landesbühnen vorgespielt, wo mein Vater auch war, in dem gleichen Orchester. Habe die Solohornstelle gekriegt, war dann quasi schon im Beruf, habe noch studiert. Gibt es ja heute auch, ne? Das gibt ja auch, dass Studenten schon eine Stelle haben.